Bra-1/4-Zeken sind wichtige Infrastrukturelemente, die Stadité und Laender miteinander verbinden. Sie ermöglichen den Verkehr von Fahrzeugen, Fuhreigenern und sogar ZA-1/4-Gen-A-1/4-BER-Gewahresser, Strahlen und andere Hindernisse. Doch der Bau einer Bra-1/4-CKI kann sehr kostenintensiv sein, vor allem wenn es sich um große und komplexe Projekte handelt. In Europa und der Thein-Viertler-Kai gibt es eine Vielzahl von Bra-1/4-Zeken, die mit einem kleineren Budget gebaut wurden. Doch wie schneiden diese Bra-1/4-Zeken im Vergleich ab? Europa ist bekannt für seine beeindruckende Architektur und Infrastrukturprojekte. Es gibt zahlreiche Bra-1/4-Zeken, die nicht nur funktional sind, sondern auch ästhetisch ansprechend. Ein gutes Beispiel ist die Ponte dom Luas I in Porto, Portugal. Die Bra-1/4-CKI wurde im späten 19. Jahrhundert erbaut und verbindet die Altstadt von Porto mit dem bekannten Weinort Vila Nova de Gaia. Sie ist nicht nur ein wichtiges Verkehrselement, sondern auch ein beliebtes Fotomotiv für Touristen. Trotz ihrer historischen Bedeutung und architektonischen Schönheit wurde die Ponte dom Luas I mit vergleichsweise geringen Kosten gebaut. Auch in der Thein-Viertler-Kai gibt es Bra-1/4-Zeken, die mit einem kleineren Budget realisiert wurden. Die Fatih Sultan Mehmet Bra-1/4-CKI in Istanbul ist ein solches Beispiel. Die Bra-1/4-CKI wurde in den 1980er Jahren erbaut und verbindet die europäische und asiatische Seite Istanbuls miteinander. Obwohl sie eines der wichtigsten Verkehrselemente der Stadt ist, war der Bau der Fatih Sultan Mehmet Bra-1/4-CKI vergleichsweise kostengünstig. Dies zeigt, dass es möglich ist, auch mit begrenzten finanziellen Ressourcen bedeutende Infrastrukturprojekte zu realisieren. Um die Preise für den Bau von Bra-1/4-Zeken in Europa und der Thein-Viertler-Kai genauer zu bewerten, müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Dazu gehören unter anderem die Materialkosten, Arbeitskosten, technische Anforderungen und Umweltauflagen. In Europa sind die Material- und Arbeitskosten in der Regel höher als in der Thein-Viertler-Kai, was sich direkt auf die Gesamtkosten eines Bra-1/4-Kennbauprojekts auswirkt. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die technische Komplexität einer Bra-1/4-CKI. Je komplexer die Konstruktion und die Anforderungen an eine Bra-1/4-CKI sind, desto höher sind in der Regel auch die Kosten. Dies gilt sowohl für Europa als auch für die Thein-Viertler-Kai. Beispielsweise sind Schragseil-Bra-1/4-Zeken und Hangi-Bra-1/4-Zeken technisch anspruchsvoll und entsprechend teurer im Bau. Auch Umweltauflagen spielen eine große Rolle bei der Bewertung der Preise für Bra-1/4-Kennbauprojekte. Europa hat strengere Umweltauflagen als die Thein-Viertler-Kai, was dazu führen kann, dass der Bau einer Bra-1/4-CKI in Europa teurer ist. Dies betrifft insbesondere die Bra-1/4-Sichtigung von Umweltauswirkungen und die Einhaltung von Umweltauflagen während des Bauprozesses. Insgesamt lässt es sich sagen, dass Bra-1/4-Zeken mit kleinem Budget sowohl in Europa als auch in der Thein-Viertler-Kai realisiert werden kann. Es kommt dabei auf die richtige Planung, Technik und Umsetzung an. Durch den Vergleich der Preise in Europa und der Thein-Viertler-Kai lassen sich wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die für Zucker-1/4-neftige Bra-1/4-Kennbauprojekte hilfreich sein können. Wichtig ist dabei, dass die Qualität und Sicherheit einer Bra-1/4-CKI nicht unter den Kosten leiden, denn eine Bra-1/4-CKI ist eine langfristige Investition in die Infrastruktur eines Landes.